Hallo Leute, mein Name ist June und willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video sind wir zu Besuch beim Dänzentrum in Osdorp und am Ende des Videos sage ich euch auch noch, wer bei den Verlosungen gewonnen hat. Auf jeden Fall wünsche ich euch erstmal ganz viel Freude beim Zuschauen. Hallo Leute, willkommen hier beim Dänzentrum in Osdorp. Fangen wir einmal hier vorne an. Hier gibt es auf jeden Fall Syngonien für 5 Euro. Und dann gehe ich hier einmal so weiter. Schaut euch mal den Ficus hier an. Der kostet 110 und hat so einen in sich gewachsenen, geflochtenen Stamm. Und dann geht es hier einmal weiter mit ein paar Rhabdophora und ein paar Philodendren. Die sind halt sehr lustig gewachsen und die kosten 10 Euro. Aber ich glaube, das kennen viele auch, dass die halt wirklich manchmal Blätter-Kung-Fu haben und dann so komisch aussehen. Die Ring of Fire hier sind in dieser Größe und liegen bei 8 Euro. Ich gehe einfach einmal so weiter lang. Und ja, hier habt ihr noch einmal einen kleinen Überblick und dann gehe ich auch rüber auf die andere Seite. So, hier gibt es auch noch ein paar Pflanzen. Hier zum Beispiel eine Alocasia. Die kostet in der Größe 10 Euro. Da ist ein super schönes Ring of Fire hat. Ich wollte gerade Leaf sagen. Aber ja, auf jeden Fall Blatt. Und die Monstera Adansonii ist hier auch wunderschön, liegen bei 8 Euro. Und nein, es ist keine Obliqua. So, und dann geht es einmal hier rüber. Hier gibt es riesengroße Crotons und Diefenbachien. Nein. Nein. Ich lache mich gleich kaputt. Hat jemand von euch schon alle Stehkopf gesehen? Schaut euch mal diesen Croton an. Der sieht einfach mal komplett so aus wie Anxiety. Ich blende euch einmal ein Bild ein. Auf jeden Fall mega lustig. Also, falls jemand eine Inside-Out pflanzen möchte, die kostet 8 Euro. Mega, mega lustig. Und dann gibt es hier auch noch die ganz, ganz großen Crotons. Und da hinten sind sogar riesengroße Ficus lyrata. Da gehe ich auch gleich einmal rüber. So. Der helle Croton sieht auch richtig schön aus. Hier seht ihr noch einmal den großen. Hier seht ihr das einmal, wie unfassbar groß die Ficus lyratas hier sind. Und der das auch unfassbar schön. Der sieht halt aus wie so ein Baum. Richtig, richtig toll. Also hätte ich jetzt, sag ich mal, so eine richtig große Wohnung, dann hätte ich definitiv so einen wunderschönen, riesengroßen Ficus lyrata in meiner Wohnung stehen, der dann quasi so nach oben wachsen kann. Und der kostet 800 Euro. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es super viele große Pflanzen. Und hier sind richtig dicke Stämme von Parchera aquatica.
und so gut wie fast gar kein Blattwerk. Und die kosten hier im Angebot 130. Und hier gibt es richtig viele schöne Calathea. Das hier ist zum Beispiel eine Kennedy. Die liegt hier bei, ich schaue, ob ich hier durchkomme, bei 10 €. Das ist wirklich ein unfassbar guter Preis für diese Größe. Ich meine, schaut mal, das Ganze ist eine Pflanze. Und ja, ich filme hier einfach einmal so lang. Auf jeden Fall super, super schön. Und auch vor allen Dingen riesengroße Pflanzen mit dabei. Guckt euch mal diese Schefflera an. Ich glaube, die passt auch nur in so eine Loftwohnung rein. Die kostet hier 250 €. Dann geht es hier einmal auf der anderen Seite weiter mit ein paar Dracaenas. Diese super bunten hier. Die liegen bei, ich gucke mal, 30 €. Da seht ihr sie noch einmal. Da gehen wir gleich noch rüber zu den Orchideen. Ist immer so ein bisschen wie so ein Guckloch. Und dann geht es hier einmal weiter. Diese ganz, ich sag mal, normalen Dracaenas liegen hier bei 10 €. Und dann gehen wir noch einmal rüber zu den Farnen. Und ich sehe da auch schon eine Song of India, also eine Dracaena. Richtig toll. So, hier sind wir einmal bei den Farnen und Palmen. Und hier seht ihr einmal eine super schöne Dracaena Song of India. Die hat richtig so einen riesengroßen Stamm. Und die liegt hier bei 200 €. Dann geht es ja einmal weiter mit den Farnen. Die liegen bei dieser Größe hier bei, oh, ich finde gerade gar keinen Preis. Ich schaue mal. Ah, 5 €. Auf jeden Fall ein guter Preis, finde ich. Und da oben seht ihr variegierte Nephrolepis. Und die kosten 20 €. Auf jeden Fall richtig schön. Also wenn ihr euch so einen großen, schönen Buschigenfarn kaufen wollt, das ist meine absolute Kaufempfehlung. Der ist richtig toll. Den habe ich ja auch bei mir zu Hause und ich liebe ihn einfach. Hier sind auch noch mal ein paar Dracaena-Reflexa, Song of India, auch super, super schön. Und hier habt ihr noch mal eine kleine Übersicht über den Bereich hier. Hier sind wir einmal bei den Kakteen und Sukkulenten. So wie es aussieht, hat sich hier nicht allzu viel geändert. Ich filme hier einfach einmal so langsam lang. Auf jeden Fall super schöne Kakteen und Sukkulenten dabei. Da drüben sind sogar blühende Gymnocalycium. Da gehe ich gleich noch einmal rüber. Auf jeden Fall könnt ihr hier einmal sehen, wie riesengroß die Pflanzen hier teilweise sind. Also richtig, richtig krass. So, hier sind wir einmal bei den blühenden Gynokalisium. Schaut mal, wie wunderschön die aussehen. Und die kosten unfassbar krass. Nur 10 €. Also echt richtig heftig. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern. Da haben die alle so, ich weiß nicht, so bestimmt 40 € gekostet. Und jetzt auf einmal so 10 €. Richtig schön.
Und dann gehen wir noch einmal darüber. So, hier sind wir nun einmal auf der anderen Seite. Hier gehe ich einfach nur einmal so lang. Die hier liegen bei 20 Euro. Dann gibt es hier auch noch größere zum Hinhängen. Und auch ein paar Sansevieras für 15 Euro. Und ja, hier seht ihr einmal eine riesengroße Yucca. Die kostet hier 400 Euro. Und dann gibt es hier auch noch einen super schönen variegierten Fantifuß. Und der liegt bei 350 Euro, also deutlich weniger als beim Tänzentrum in Lörs. Und auf der anderen Seite könnt ihr einmal die bunten Töpfe sehen. Und weil da letztes Mal nachgefragt wurde, gehe ich da einmal rüber, damit ihr die Preise sehen könnt. Also, falls ihr diesen Topf unbedingt wollt, hier ist das Gartencenter eurer Wahl. Diese Größe hier, das sind 17 cm, kostet 17 Euro. Da oben sind auch nochmal welche. Die 21er Größe kostet hier 22. Und ich habe, glaube ich, irgendwie mal ein Video dazu gesehen. Die werden halt so mit Blattgold gemacht, also das hier ist quasi keine Farbe und in Indien, glaube ich, gefertigt. Und die größeren hier liegen dann bei 50 Euro und die sind halt aus Metall, falls ihr das hören könnt. Und schaut einmal hier, wie unfassbar groß dieser Fantifuß ist. Also das ist eines Fantifußes würdig. Richtig, richtig schön. Also hätte ich Platz, dann würde ich den sofort mitnehmen. Ich mag diesen super großen Kaudex nämlich total gerne. Und der kostet 300 Euro. Also ist quasi sogar weniger als der variegierte, den wir eben gerade gesehen haben. Auf jeden Fall wunderschön. Hier sind wir noch einmal bei der deutlich geschrumpften Bonsai-Ecke. Ich filme hier einfach einmal so lang. Hier seht ihr auch einen super, super schön gewachsenen Crassula-Baum. Der liegt hier bei 800 Euro. Hier ist auch noch ein Mammut-Bonsai. Hier sind die klassischen Ficus Ginseng Bonsais und hier auch noch ein paar kleine Terrarien und noch ein paar Tillandsien. Das Bällchen hier liegt bei 15 Euro. Und hier habt ihr noch mal einen kleinen Überblick. So, hier sind wir bei den größeren Pflanzen. Guckt euch mal diese unfassbar großen Monstera-Blätter an. Da gehe ich einmal kurz rüber. Oder auch hier. Schaut einmal, wie riesig die hier gewachsen ist. Echt mega schön. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass ich eine größere Wohnung hätte. Die kostet hier 250 Euro. Also für diese Größe hier. Und dann ist hier einmal noch das riesengroße Blatt. Auch super, super schön. Aber da kann ich keinen Preis entdecken. Der ist da wahrscheinlich im Topf. Auf jeden Fall richtig tolle Pflanzen. Kleineren gibt es im Übrigen schon für 6 Euro.
Hier seht ihr das nochmal im Ganzen. Echt mega toll. Hier sind dann noch ein paar Alokasien. Die kosten hier 13 Euro. Und auch noch ein paar Zebrinas. Die liegen hier bei 20 Euro. Dann gehe ich hier einmal lang und ich habe festgestellt, die haben unfassbar schöne Töpfe. Also das sind die Töpfe, die quasi so aussehen wie in Thailand. Also wie so Fishbowls. Und ich mag die richtig gerne. Leider gibt es meine Farbe nicht. Also meins wäre halt so rosa grün gewesen. Also wenn die jetzt zum Beispiel so rosa Lotusblumen gehabt hätten oder so, dann wäre richtig hübsch. Auf jeden Fall mega schön. Hier gibt es auch noch ein paar blaue. Aber echt toll. Da muss ich noch mal gucken, wenn ich eventuell nächsten Monat noch mal hier bin. Und hier seht ihr noch einmal die Ficus-Abteilung. Hier gibt es auch ganz viele verschiedene Größen. Und ich gehe hier einfach einmal so lang. Die hier sehen besonders hübsch aus mit diesen wunderschönen roten Blättern, beziehungsweise schon fast so pink. Und hier quasi die weißen nebenan. Auf jeden Fall mega schön. Und dann gehen wir noch einmal darüber und gucken, was es so bei den Orchideen gibt. Bevor ich einmal zu den Orchideen gehe, habe ich hier noch eine wunderschöne Philodendron Ring of Fire entdeckt. Die kostet in dieser Größe 50 Euro. Auf jeden Fall super, super schön. Und dann geht's einmal zu den Orchideen. Fangen wir einmal hier vorne an mit den Wandas. Schaut euch mal diese wunderschöne Blütenfarbe an. Die bekommt man fast gar nicht zu Gesicht. Also halt nicht im Gartencenter. Hier sind auch noch ein paar Pinke. Die sehen auch richtig schön aus, weil sie so richtig stark gesprenkelt sind. Und hier unten gibt es auch noch ein paar Lila, ne? Und die kosten hier 35 Euro und sind quasi fast wie immer von Anzu. Hier sind auch nochmal diese rötlich-orangen. Dann sind hier auch noch ein paar, die sind eher so dunkler, also quasi so ein dunkleres Lila. Und hier seht ihr einmal die ganzen Phalaenopsis-Orchideen. Auf jeden Fall auch wunderschön. Da gehen wir auch einmal hin. Oh, die sieht auch richtig hübsch aus. Die kosten hier 47 Euro. Auf jeden Fall eine unfassbar schöne Blüte. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber es sieht halt aus wie so kleine Vögel, beziehungsweise ich finde es ein bisschen wie so ein Phönix, der wieder aufsteht aus der Asche, beziehungsweise aus dem Feuer eher. Und dann gehe ich einmal so lang. Ich hoffe, ihr könnt die Blütenfarben alle gut erkennen. Auf jeden Fall super, super schön. Die hier sehen auch richtig toll aus. Und ja, wie ihr sehen könnt, sind hier auch richtig große Exemplare mit dabei. Das Radio läuft hier ziemlich laut, deswegen hoffe ich, dass ich keine Copyright-Rechte, also Probleme damit bekomme.
Und die sehen auch richtig hübsch aus. Auf jeden Fall richtig, richtig toll. Hier könnt ihr einmal super schöne Strelitzien sehen. Die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Größen. Ich bin auf jeden Fall noch auf der Suche nach einem Übertopf für meine Trakehna Reflexa Song of Valentina oder Valentino. Und mal schauen, was es hier so gibt. Hier sind noch ein paar Sukkulenten. Die Napoli Noir finde ich richtig schön. Die habe ich auch zu Hause. Die hat halt richtig so fast schwarze, dickfleischige Blätter. Die kostet hier, mal schauen, 4,50 €. Und die ist auch ultra flauschig. Ich meine, könnt ihr den Flausch über die Kamera erkennen? Auch mega hübsch. Und hier könnt ihr einmal erkennen, wie wunderschön und vor allen Dingen, wie viel es hier im Gartencenter zu gucken gibt, beziehungsweise im Dain-Zentrum. Hier gibt es auch noch ein paar Philodendren. Die liegen hier bei 15 Euro. Sehen auf jeden Fall richtig toll aus. Und hier seht ihr auch noch mal die ganzen bunten Töpfe. Die hatte ich ja im Dain-Zentrum in Lörs gezeigt. Und hier seht ihr auch einmal, dass es auch noch gelbe, orange-blaue und rote gibt. Und ja, wie gesagt, das ist immer super, super toll, hier zu Besuch zu sein. Denn jedes Mal, wenn ich jetzt zu Besuch bin, dann sieht sie immer irgendwie ein bisschen anders aus und momentan sogar ein bisschen mehr als sonst, da schon viel umgestellt wurde. Hier sind einmal ein paar super schöne Peperomias. Die liegen hier bei 7 Euro. Und hier seht ihr auch noch mal wunderschöne bunte Töpfe. Also ist natürlich Geschmackssache. Aber ich finde, ein bisschen Farbe in der Wohnung schadet halt auch nicht. Und da sind auch noch ein paar Thai Constellations. Die stehen hier alle so auf einem Haufen. Mal schauen, ob ich da rankomme. Die kosten hier 75 Euro. Auf jeden Fall super schön. Dann geht es hier einmal weiter. Die Peperomia habe ich auch bei mir zu Hause. Die finde ich auch richtig schön, weil die halt solchen blasenförmigen Blätter hat. Und die kostet 5 Euro. Da seht ihr noch einmal die Abteilung mit den größeren Pflanzen. Und dann gehe ich einmal hier lang. Hier sind eigentlich fast dieselben Pflanzen, also sehr viele Peperomias. Und hier sind dann noch ein paar Begonien. Die kosten hier 10 Euro. Das ist eine Black Forest. Ich weiß nicht, ob man sie auch Schwarzwald nennen könnte. Und dann sind hier auch noch ein paar Xanthosoma lindenii. So groß sind sie. Ich schaffe es gar nicht, sie wegzuhalten. Die kosten 13 Euro. Jeden Fall eine super schöne Auswahl. Hier sind auch noch ein paar Gloriosum. Und die liegen hier bei 15 Euro. Und hier oben könnt ihr noch einmal ganz viele Dischidia sehen, richtig schön. Hier einmal ein paar weißvariegierte. Und hier sind auch noch einmal die Watermelon. Die haben auch richtig schöne Blätter. Und dann gehen wir einmal rüber zu den Babyplants, Fleischis und Rareplants.
Beim Vorbeigehen habe ich hier noch ein paar Monstera Albo Variegata entdeckt. Und mal schauen, wie viel die kosten. Ich hoffe, ich kriege den Topf hier raus. Die kosten 130 Euro. Auf jeden Fall super schöne Variegationen. Und hier sind auch noch ein paar Anthurium Crystallinum. Und die liegen hier bei 10 Euro. Die Seite filme ich auch nochmal, bevor ich rübergehe. Hier sind ein paar flauschige Gürkchen. Die kosten hier 8 Euro. Und hier ist auch eine Homelumina Camouflage. Die liegen hier bei 10 Euro. Auf jeden Fall super schöne Pflanzen. Und hier könnt ihr einmal noch diese Seite sehen. Und hier sind wir einmal bei den fleischfressenden Pflanzen. Ich versuche immer, die Leute möglichst wenig beim Einkaufen zu stören. Deswegen schalte ich zwischendurch immer die Kamera aus oder gehe woanders hin. Das sind Dioneas. Die sind sehr, sehr leicht. Die kosten hier 5 Euro. Hier sind auch noch ein paar Mimosa pudica. Meine ist ja zu einem richtig kleinen Bäumchen geworden. Aber die ist auch schon ein bisschen älter. Die kosten hier 2,99 und sind leider auch unfassbar leicht. Also die müssen hier mal Wasser reinfüllen. Das ist auch staubtrocken. Oh Mann, ich glaube, ich sage es uns einmal Bescheid. Weil sonst geht es dir nicht mehr lange gut. Da ist gar kein Preisschild dran. Dann gehe ich einmal hier zu den Nepenthes. Die liegen hier bei 20 Euro. Oh, die Kanne ist schon abgebrochen. Arme Kanne. Ich wollte euch einmal die Kanne zeigen. Sieht auch super, super schön aus. Aber ist halt leider echt knüppeltrocken. Also die ist auch schon richtig weich und gar nicht mehr standfest. Ja, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon festgestellt, dass sich um die Fleischis nicht so gut gekümmert wird. Auf jeden Fall sehr, sehr schade. Und dann gehe ich einmal rüber zu den Babyplants. Hier sind wir einmal bei den Babyplants. Ich gehe hier einfach einmal so lang. Falls es irgendeine besondere gibt, dann picke ich dich heraus. Hier oben sind auch passende Töpfe. Das sind quasi wieder diese super bunten Töpfe. Die kosten hier 5 Euro oder 3,50 Euro. Und hier an der Seite sind auch noch mal ein paar. Dann gehe ich hier einfach einmal so lang. Hier gibt es ein paar Ficus Moonshine bzw. Schreveriana für 4 Euro. Und dann geht es hier einmal weiter. Auf jeden Fall eine schöne bunte Auswahl. Und die Töpfe sind auch richtig süß dazu. Hier sind sogar solche kleinen Wandtöpfe mit Magneten. Und ja, das war schon soweit mit den Babyplants. Hier sind auch noch ein paar kleine Orbifolias. Die sind aber leider auch sehr trocken. Und die kosten 3 Euro. Und hier sind wir wieder bei einem klassischen Fall von Pflanzenkrimi im Gartencenter, nämlich Hoya Carry-Blätter. Die kosten hier 3 Euro. Leider handelt es sich dabei meistens um ein gekauftes Blatt und nicht um eine Pflanze, weil sie keinen Wachstumspunkt haben und dann bleiben sie halt auf Ewigkeiten so, bis sie dann irgendwann eingehen.
Und dann geht's einmal rüber zu den Rare Plants. So, hier sind wir einmal bei den Rare Plants. Hier oben hängen ein paar Anthurium vitrifolium. Die kosten hier 35 Euro und sind halt in so einem Hängetopf. Dann geht es hier einmal weiter mit ein paar Syngonien. Das ist eine Milchkonfetti, müsste das sein. Die liegt hier bei 8 Euro. Dann sind hier auch noch ein paar variegierte Monsteras. Die liegt hier bei 65 Euro. Ich sehe die sie einmal im Ganzen. Und die Verrucosum hier kostet 10 Euro. Auf jeden Fall. Da muss ich einmal rübergehen. Das ist eine Amorphophallus. Die habe ich auch. Die habe ich noch nie in einem Gartencenter gesehen. Richtig schön. Ich filme mir sonst einmal erstmal weiter. Das ist auch eine richtig schöne Größe. Die kostet 30 Euro. Und hier sind auch wieder ein paar Thai Constellations. Die liegen hier bei 80 Euro. So, ich muss einmal hier rüber gehen. Und die Monstera variegata liegen bei 130. So, Amorphophallus, wo bist du? Schaut euch an, wie wunderschön sie ist. Ich kann die wirklich immer nur anstarren. Ich mag auch besonders diesen super pinken Rand, falls ihr das erkennen könnt. Die kostet hier, ach, da ist auch der Preis, 30 Euro. Wirklich richtig toll. Ich hole sie einmal raus. Da könnt ihr sie sehen. Richtig schön auf jeden Fall. Ich stelle sie sonst einmal hin. Hier seht ihr, wie sie aussieht. Echt wunderschön. Echt überrascht, die hier zu finden. Und dann gibt es hier auch noch ein paar Hoyas. Das müsste die Saba sein. Die habe ich auch auf dem Pflanzenmarkt von Bamboo Plants gesehen. Die kostet hier 30 Euro. Die hat richtig tolle Blätter. Also die fassen sich auch richtig schön an. Und hier vorne sind auch noch ein paar meiner Lieblings-Hoyas. Das sind Hoya Compacta Variegata für 30 Euro mit einer Gratis-Moosschicht. Aber wehe dem, sie bekommt Wolläuse. Das ist echt ein Kampf. Auf jeden Fall. Super schöne kleine Auswahl. Und hier habt ihr einmal einen Überblick. Auf jeden Fall richtig schön. Ich schwenke hier noch einmal so die Kamera lang, damit ihr einfach mal seht, wie riesengroß das Gartencenter ist. Und ja, auf jeden Fall empfehlenswert, hier vorbeizukommen, wenn man in der Nähe ist. Hier gibt es einmal noch super schöne Phytonien. Die sind hier anscheinend gerade im Angebot für 3 Euro. Und die sind richtig gut für Terrarien geeignet. Schaut einmal, wie wunderschön diese ganzen Farben sind. Davon werde ich mir auf jeden Fall welche mitnehmen. Weil, wie gesagt, sie sind super gut für Terrarien geeignet und echt wunderschön.
hier finde ich einfach einmal so lang, weil hier nicht ganz so viel steht. Da sind noch ein paar Kalanchoe und hier sind ein paar lustige Töpfe. Schaut euch mal diese Katze an. Die kostet 12 Euro. Auf jeden Fall mega lustig. Wie gesagt, hier sind ein paar Musas und Kalanchoe. Und da sind noch ein paar Bromelien. Und auch noch ein paar große Musas. Dort gibt es ein paar Disney-Töpfe, die sind alle gerade im Angebot. Und ja, Körbe gibt es auch ganz viele. Und dann gehe ich einmal zu den Hängepflanzen. Hier sind wir einmal bei den Hängepflanzen. Hier gibt es super schöne Echinanthus. Das sind einmal die normal roten. Und das da oben, das erkennt man sehr, sehr gut an der Blattform. Diese hier. Das sind Thai Pink bzw. Pink Polka. Und die haben nachher rosa Blüten. Denn alle anderen, die ihr hier seht, die blühen alle rot. Und nur die hier, also quasi die mit diesen kleinen herzförmigen Blättern, die blühen dann halt rosa. Und die oberen kosten 12 Euro und die hier unten liegen bei 14 Euro. Hier gibt es auch wieder super viele Töpfe. Also echt mega krass die Auswahl an Töpfen. Ich bin halt wirklich immer sehr gerne hier. Hier ist zum Beispiel eine Quadricolor. Die liegt hier bei 15 Euro. Und hier sind auch noch ein paar Dischidia. Die liegen bei 20 Euro. Auf jeden Fall auch wunderschön. Im Hintergrund könnt ihr noch ein paar große Chlorophytum erkennen. Die kosten 15 Euro. Und dann gehe ich einmal hier weiter. Hier gibt es noch ein paar Platycerien. Die liegen hier bei 20 Euro. Das sind die normalen Bifurcatum. Und hier sind noch ein paar Mikans. Die liegen bei 13 Euro. Das ist gerade auf einmal dunkler geworden. Ich gehe hier einmal noch so rum. Und hier sind noch ganz viele Rhypsales und ähnliche Pflanzenarten. Auf jeden Fall kosten die hier zum Beispiel, mal gucken, die liegen bei 15 Euro. Und hier könnt ihr einmal den ganzen Teil hier sehen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auf jeden Fall war es richtig schön, mal wieder dort zu Besuch zu sein. Und damit ihr nicht zu lange warten müsst, zeige ich euch auch einmal, wer bei den Verlosungen gewonnen hat. Und zwar habe ich das wieder mit so einem kleinen Glücksrad gemacht und blende die einmal ein. Auf jeden Fall einen herzlichen Glückwunsch an Baurien, M18292 und Conny. Und ihr könnt euch einmal per Mail bei mir melden, damit wir alles weitere besprechen können. Die, die nicht gewonnen haben, bitte nicht traurig sein. Es wird in der nächsten Zeit nochmal eine Verlosung geben, da Toffi nämlich Geburtstag hat. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch beim Dänzentrum in Osdorp gekauft hättet. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen super schönen Sonntag und würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis bald!